Hogwarts Legacy. Ja, ich habe einen neuen Zauberstab. Bibbidi-Babbidi-Busch. Dass ich hier alles rumliegen habe. Dann spiele ich auch mal wieder Sea of Thieves. Was ist denn das hier drüben eigentlich? Das sieht ja mega geil aus. Neuer Stall von Maritta. Wer ist eigentlich diese Maritta? Hallo. So. Willkommen in unserem Stall. Rund ums Pferd. Stallmitgliedschaft. Link ausgezeichnet. Registrierung. Ich weiß Bescheid. Ausgezeichnet. Gut. Wildes Pferd. Pferde fangen. Erkläre es dir. Man muss ein Wildpferd anschleichen. Es war langsam, bis ich mich merkte. Geduckt. Und wild. Wenn das Pferd sich beruhigt hat, kannst du es zu mir bringen. Vergiss nicht, dass wir hier von wilden Pferden reden. Es kann dauern, bis sie sich an den Reiter gewöhnt haben. Manchmal wechselt sie sich von der Richtung langsamer. Pferd Richtung wechselt, steuere sachte gegen. Ganz sachte. Ich kenne mich aus mit Pferden. Los geht's. Was? Ich habe völlig vergessen, dir zu erklären, wie Stallpunkte funktionieren. Das ist eine gute Frage. Ganz genau. Dabei handelt es sich um ein Prämiensystem für Ställe. Immer wenn du einen Stall nutzt, erhältst du Punkte. Du bekommst Punkte für das Registrieren von Pferden, für Übernachtungen und so weiter. Und zwar in jedem Stall, egal wo. Das ist neu. Du bist heute zum ersten Mal hier im Stern, deswegen erhältst du einen Stallpunkt. Stallpunktekarte. Wenn du die Dienste eines Stalls nutzt, erhältst du Punkte, die du gegen grandiose Treueprämien eintauschen kannst. Punkte bis zur nächsten Prämie 2. Sammle Punkte, um viele großartige Prämien für dich und deine tierischen Begleiter zu erhalten. Prämien erhältst du über das Stallmitgliederbuch dort drüben. Dort findest du alle Informationen. Gut. Wir freuen uns auf deinen nächsten Besuch. Ja, ich mich auch. Du mich auch. Gucken wir doch gleich mal. Lesen. Wir werden Mitgliederinformationen, welchen Eintrag, Punkte ansehen. Was? Du benötigst noch 2 Punkte, um das Geschirr zu erhalten. Ach so. Das Geschirr fürs Pferd. Oder für zu Hause zum Essen. Auf deiner Stallpunktekarte kannst du auch sehen, wie viele Stallpunkte noch bis zum nächsten Prämie erhältst. Gut, Satzung. Die ist mir eigentlich egal. Lass mich in Ruhe. Gut. Ihr seid auch hier. Grüßt euch. Legendäre Waffe. So. Und jetzt denkt nochmal gut darüber nach, Onion. Mit legendär ist nur gemeint, dass das einfach nicht existiert. Aber die unbekannte Tierart, nach der du suchst, ist doch nichts weiter als ein Gerücht. Da muss mehr dran sein. Die unbekannte Tierart ist das Gesprächsthema Nummer 1 in allen Stellen, in denen wir waren. In Stellen erhält man oft wertvolle Informationen. Also, selbst wenn du die Tierart findest. Okay, legendäre Waffe. Und was machst du, wenn du die legendäre ist? Stelle, unbekannte Tierart. Ha, gut. Ein paar schöne Tassen und Teller. Klar. Die kann ich dann auch fusen mit meinem Schild, weil hier auf meinem Schild zum Beispiel, wie du siehst, habe ich einen Stein drauf gemacht. Das ist eine neue Funktion in diesem Spiel, die gab es vorher nicht. Die nennt sich Synthese. Fusion, glaube ich, im Englischen. Und da kannst du deine Waffen jetzt quasi verbessern. Die Waffen machen halt weniger Schaden und so weiter. Und du kannst sie aber verbessern, indem du mehrere Waffen miteinander kombinierst. Oder halt zum Beispiel eine Waffe nimmst und da einen großen Baumstamm draufsetzt oder so. Das ergibt total lustige, kindliche Waffen. Also zum Beispiel kannst du eine Harke nehmen und an die Harke noch eine Harke dran machen. Und dann hast du irgendwie so ein 6 Meter langes Teil, mit dem du rumrennst und mit dem du Leute verdrichst. Also es ist wirklich lustig gemacht. Und ja, geil. Hallo, sind Sie ein Reisender auf dem Pfad des Lebens? Ich bin Terry und dieser Rucksack in Käferform ist mein Markenzeichen. Wir kennen uns. Sa, na klar. Holzpfeile. Fünffach. Kaufen. Okay, Holzpfeile 20. So viel habe ich nicht. Tschüss. Ah! Ja, lass mich. Tschüss. Ich würde hier gern durch. Gut, dann halt nicht. Was ist das? Untersuchen. In Vorbereitung. Bitte nicht anfassen. Der Stallbesitzer. Sehr gut. Da hinten gibt's Pferde. Wir holen uns jetzt erstmal ein Pferd. Warum heißt das Pferd Pferd? Weizenwagen Pferd. Ist ja wohl ganz klar. Kochen muss ich auch noch mal.
Wer ist denn das? Sieht aus wie Impa. Es ist Impa! Sieh an! Dass wir uns nach so langer Zeit ausgerechnet hier treffen, Link. Impa, Älteste der Shika. Grüß dich! Dass du noch lebst. Wie ich hörte, galtest du als vermisst. Daher bin ich erleichtert, dich zu sehen. Dann sollte es ja auch Prinzessin Zelda gut gehen. Wo ist sie? Was? Sie wird also immer noch vermisst? Dann müssen wir unsere Suche dringend fortsetzen. Eine Sache, Link, als Prinzessin Zelda verschwunden ist, da kam ich ins Grübeln über diese riesigen Bodenmalereien, die mit dem Kataklysmus erschienen sind. Mir ist zu Ohren gekommen, dass dies in ganz Hyrule geschehen sein soll. Ist das übrigens schön, wie ich dazu rede hier? Deshalb ziehe ich nun mit Kado umher, um mir diese Malereien, die sogenannte Geoglyphen, anzusehen. Alles klar, Mini, dann bis zum nächsten Mal. Hau rein und ciao, ciao. Die Geoglyphe hier habe ich von einem Aussichtspunkt weiter weg entdeckt. So nah am Boden kann ich sie zwar erkennen, aber nicht ausmachen, was sie insgesamt darstellen soll. Ich müsste sie vom Himmel aus sehen. Pura hat mir einen Heißluftballon gegeben, aber eine Windböe hat den Ballonkorb abgerissen. Ich habe mir den Kopf zerbrochen, wie man ihn wieder anbringen könnte, aber mir ist nichts eingefallen. Wo ist denn der? Da unten. Jetzt sei doch mal nicht so. Impa wurde der Charakterübersicht hinzugefügt. Ultra Hand. Guck mal, Impa. Du müsstest einfach ich sein. Sei einfach ich. Und schon, wird das schon irgendwie. Guck mal. Impa? 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 Impa will... Impa? Ah. Oh, der Eisluftballon, du hast sie für mich repariert. Ich danke dir, Link. Möchtest du ebenfalls die Geoglyphe sehen? Komm doch mit. Ja, gern. Dann sollten wir gleich aufbrechen. Verzeihung, Link, aber könntest du... Verdammt, das habe ich überlesen. Der Ballon sollte aufsteigen, wenn du dort ein Feuer entzündest. Und dann sehen wir uns die Sache von oben an. Ja, mach ich. My dear. Brennt die nicht? Die brennt nicht. Die Pluffbaum-Dingsbums. Aber der brennt. Lass das! Entschuldigung. Alright. Katzi! Du liebe Güte, ist das hoch? Mir wird leicht schwindelig. Hm. Ich dachte, ich kann nochmal zurückspulen. Naja, egal. Doch von hier aus kann ich die Geoglyphe in ihrer Gänze sehen. Ich stehe in deiner Schuld, Link. In den alten Schriften des Dorfs gibt es Passagen, die sich mit den Geoglyphen befassen. Dort steht auch geschrieben, dass die Geoglyphen zeigen, was die Leute aus alter Zeit bei einer Drachenträne sahen. Bei einer Drachenträne? Was wohl mit den Leuten aus alter Zeit und der Drachenträne gemeint ist? Ich verstehe das alles noch nicht. Vielleicht finden wir ja eine irgendwo auf der Geoglyphe. Das zumindest halte ich für eine Möglichkeit. Eine Drachenträne... Oh. Vielleicht erhältst du ja sogar einen Hinweis darauf, was mit Prinzessin Zelda geschah, wenn du die Träne findest. Ja, wenn eine Stelle auf der Geoglyphe dein Interesse geweckt hat, könntest du wohl mit dem Parasegel von hier abspringen. Mach dir um mich keine Gedanken mit dem Ballon landen, das schaffe ich sogar. Okay. Naja, ich weiß noch nicht so richtig. Wahrscheinlich oben bei der Träne, oder? Würde ich jetzt denken. Ich wüsste nicht, wo es sonst sein soll. Oder in der Hand. In der Hand vielleicht, hä? Ja, wir laufen es einfach ab. Ha ha!
Was soll ich sagen? Da habe ich wohl die falsche Taste gedrückt. Scheiße. So, also im Paar. Das machen wir nochmal. Weiß, war doof. Habe ich gemerkt, ne? Scheiße. Ach. So, steh auf im Paar und los geht's. Komm. 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 Ja, habe ich. Los, weiter geht's. Zack, zack, zack. Schön die falsche Taste gedrückt, ey. Scheiße, was für ein Fail. Upsi. Verrostetes Schwert. Ja, schmeiß das mal weg. Brauch ich jetzt eh nicht. Das ist ja. Ich will eigentlich. Genau. Was für ein Fail, ey. Ja, wir hatten das gerade schon mal. Ja, genau. Ja. Okay, es ist ein Grog. Na, immerhin. Na, immerhin. Na, immerhin. Okay. Dann, oh, verzeih. Geht das wieder los. Immer schön dem Grog den Stein auf den Kopf werfen. Da ist ein großer Bockblin. Ich weiß nicht, wie die heißen. Mega-Bockblin oder so. Oh, wie schön, wie gut das klingt, wenn man hier durchs Gras durchläuft. Durchs Gras. Okay, Speichervorgang, das ist schön. Hier oben ist ein Bockblin. Aussichtspunkt. Okay. Hier. Untersuchen. Was ist denn das? Eine Erinnerung. Also wie die Erinnerung. Ich halte ja schon die Schnauze. Zelda. Sieh nur. Das arme Ding. Oh. Wo bin ich? Verzeih, dass wir dich erschreckt haben. Keine Angst. Mein Name lautet Sonja. Nun sag schon, wie heißt du denn? Ich bin die Tochter König Rohams von Hyrule. Zelda. Welch seltsame Worte. Oh. Wir beide haben dieses Reich gegründet. Außer mir sollte es eigentlich keinen König geben. Ihr habt Hyrule gegründet? Und ihr seid König? Ja. Mein Name lautet Rauru. König Rauru von Hyrule. König Rauru und Königin Sonja. Das heißt ja... Genau, das heißt. Das heißt, Zelda ist in der Zeit zurückgereist. Irgendwo in der Zeit zurück. Und das bestätigt meine Idee, die ich im Kopf habe. Blub.
Wo bin ich? Impa und die Geoglyphen. Geschafft. Ha! Link, du wirkst ganz abwesend. Was hast du denn? Schieß, alter Schwede, ey. Das ist, krasse Wendung schon wieder, ja. Unglaublich. Du hattest etwas gesehen. Wie in einem Traum. Bilder, die vor deinem inneren Auge erschienen sind. Und du hast Prinzessin Zelda darin erblickt? Geoglyphen, Schriften, Drachentränen. Und nun hast du sogar Prinzessin Zelda gesehen. Ob all dies vielleicht in irgendeinem Zusammenhang stehen könnte? Wir werden noch weitere Geoglyphen aufsuchen. Womöglich führen sie uns auf Prinzessin Zeldas Spur. Da fällt mir ein, den Schriften nach soll sich auch im vergessenen Tempel etwas befinden, das die Geoglyphen betrifft. Vergessene Tempel. Der vergessene Tempel liegt tief in einer Schlucht in Hebra. Mir scheint auch, wir sollten eine Reise dorthin wagen. Jo, okay. Ja, aber also jetzt nicht, oder? Die alten Schriften erwähnen im Zusammenhang mit den Geoglyphen den vergessenen Tempel. Dieser Tempel befindet sich auf dem Grund der Schlucht in Hebra. Du solltest Vorbereitungen treffen und ihn aufsuchen. Ja, gut. Mache ich. Ich wollte mal gucken. Wie kann der mich sehen durch den Stein durch? Sag mal. Ach komm schon. Was? Ein Biwarock? What's this? Zeitumkehr können wir machen. Alright. Das war doch gar nicht so schlecht. Ey. Ach, ich erinnere mich an was ich machen kann. Warte mal. Da muss ich auch eine Waffe ablegen, glaube ich. Ja, die Fackel zum Beispiel. Verrostete Hellebarde, genau. Und jetzt Synthese bitte. Und, ey. Okay, das hat nicht so geklappt, wie ich mir das dachte. Ey, jetzt ist aber gut. Ha! Bist du bescheuert? Du kannst doch nicht das Ding auf mich werfen. Sag mal. Okay, jetzt ist mein Plan natürlich so nicht aufgegangen, den ich eigentlich hatte. Oh. Alles gut, Schatz? Gut. Ja, war alles in Ordnung. Er hat wieder Arme. Das ist jetzt nicht so schön. Der hat wieder Arme. Was machen wir denn da? Mensch.
Das liegt hier, ja. Okay, das war Nummer 1. Das hat nicht funktioniert, weil der Bogen kaputt gegangen ist. Okay, der ist auch weg, oder? Ja. Dann muss ich jetzt bloß noch den Kerl kaputt machen hier. Es wird sportlich. Vor allem, weil ich ja auch nicht auf den hochkomme, oder? Vor allem nicht ohne Ausdauer. Jo, also das wird nichts. Schade, Schokolade. Ich habe auch keine Bomben mehr. Das heißt, ich muss hier tatsächlich jetzt flüchten. Sonst wird's nichts. Hier haben wir noch einen. Habe ich jetzt diese Dings noch hier? Nee. Ich möchte bitte... Ich möchte bitte diese Waffe dort haben. An der gerade dranhängt. Ach, komm schon. Das ist doch doof. Okay. Dafür habe ich noch nicht genug Rüstung. Wenn sich so ein kleiner Steinklotz auf mich drauflegt... Ist halt nicht. Okay, ich sterbe relativ oft noch in dem Game. Relativ oft Game Over. Mal gucken. Wir haben ja noch einen Versuch. Alright, jetzt bin ich hier. Wenn ich jetzt die Synthese reinhau, kann ich hier schon was synthetisieren. Ich will nicht die Holzkiste synthetisieren, ich will das Explosionsfass. bitte? Was war denn das jetzt schon wieder? Hä? Ja. Das ist auch nicht gut. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich glaube, den lasse ich mal noch. Gut. Na gut, dann brechen wir jetzt erstmal ab. Das nützt ja nichts. Und dann gehen wir weiter hier hoch. Mit ihm. Hallo. Das ging ganz gut. Bleibst du hier? Ja, wenn man die richtigen Sachen miteinander kombiniert, dann geht es ganz gut voran. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Maronus, ich werd bekloppt. Mit einem Zuschauer.
Ser 00 OO 00 rated mit einem Zuschauer. Geil. Hallihallo. Herzlich willkommen, Zero. Was geht ab? Vielen, vielen Dank für deinen Raid. Willkommen hier. Hupala, was ist denn da runtergefallen? Willkommen hier heute Abend bei mir im Stream mit einem der besten Titel, die ich hier gespielt habe. Das sage ich in letzter Zeit ziemlich oft, aber das Game ist Hammer. Ah, ein Maronus. Ja. Die Bäume dort drüben, richtig gruselig, spukig. Oho, oho. Ach so, das sind die, die sich bewegen. Na los, dann machen wir die mal platt. Da fällt das erste Schwert ab. Okay. Das muss man natürlich auch erstmal wissen. Das Game ist einfach Elden Ring. Wie meinst du das? Habt ihr ihn bisher noch nicht gefunden? Zack, gespoilert. Ah. Ein Reisezweihänder. Ich will eigentlich nur den Baum fällen. Ihr Schwert mit Hacke. I see. Das bringt mir nicht so viel. Ich brauche tatsächlich was, was das Ding durchschneidet. Dann nehmen wir halt einen Zweihänder. Nice. Woo. Bin schon bei den Zoras und Gerudos gewesen. Okay, dann bist du ja abweichend vom eigentlichen Pfad gegangen, sag ich mal. Oh, die schrecklichen Gruselgestalten sind ja fort. Denn der ist ja ein anderer. Weil dir eigentlich vorgegeben ist, wo du zuerst hingehen sollst. Und das sind weder die Zoras noch die Gerudos. Doch, es gibt vier Möglichkeiten, aber es gibt eine Empfehlung, wo du zuerst hingehen sollst. Und das war bei Breath of the Wild auch schon so. Ja, da lasse ich mich überraschen. Schauen wir mal, was dort wird. Keine Spoiler, bitte. Wie bei Elden Ring auch schon. Und bei Breath of the Wild war es auch schon so, dass du auf dem Weg zu den ersten Typis halt auch den Maronus getroffen hast. Und deswegen passt das hier ganz gut, dass es hier auch wieder so ist. Heidi, hoho, du kannst mich sehen, das ist aber fein. Grüß dich, ich heiße Maronus. Wir kennen uns doch schon. Weiß doch, wer du bist. Du machst mir die Taschen größer. Irgendwas stimmt nicht mit meinen Rasseln. Hätte ich nur einen einzigen Krocksamen. Ja, hab ich doch, hab ich doch. Guck doch mal. Nicht verzagen, Krocksamen tragen. Erstmal die Waffentasche. Wie hat der alle seine 900 Krocksamen verloren? Wie? Keine Ahnung. Das weiß ich leider nicht. Okay, er ist nicht mehr allein unterwegs. Ja, und vor allem, wenn man weiß, was Krocksamen sind, wundert es einen, oder? Ist noch verrückter als vorher, das stimmt. Maronus aus der Patschehelfen, sehr schön. So. Bin gerade auf Reisen, jetzt geht er in den Osten. Leider ein gefährlicher Plan, weil immer mehr Monster auftauchen. Hoffentlich finde ich einen Ort zum Entspannen. Ein lebendiger Ort, an dem viele Leute zusammenkommen, wäre das Richtige. Da würde ich mich sicher fühlen. Schnupper, schnupper, schnüffel, schnüff. Oh, hast du immer noch Krocksamen bei mir? Ja, ich mache nochmal die Waffentasche. Und dann nochmal den Bogen. Ja, komm, jetzt, wir haben es einmal gesehen, den Rest überspringen wir. Schon mehrmals mal Gegner gefunden, beziehungsweise haben die dich schon gefunden. Stopp, Zero, nicht spoilern, bitte, 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 bitte. Keine Spoiler. Ich weiß nicht, was Miasma-Gegner sind und, nein. Werde größer, Waffentasche. Ich werde meine Reise bald in Richtung Osten fortsetzen. Hoffentlich finde ich einen Ort, an dem ich entspannen kann. Ich habe noch immer nicht genug Krocksamen, also streng dich an. Okay, jetzt ist er weg, ne? Zweimal. Okay, schade. Dann habe ich trotzdem
Erstmal eine größere Waffentasche, das ist viel wert. Boing. Yay! Blauer Rubin, 5 Rubine wert. Okay. Nice. Wo bist du? Ich habe noch nicht viel gespielt. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu den Orni. Ich habe vorgestern erstmal das Teil freigespielt hier und die Quest von Pura gemacht. Und jetzt bin ich auf dem Weg zu den Orni. Nach da quasi. Eigentlich nach da. Aber jetzt schickt es mich nach da. Mal sehen, wie ich das jetzt mache. Mal gucken, ob ich erstmal die Tränen der Drachen mache. Und ich bin auch schon des Öfteren mal gestorben. Bar Orni? Naja, nützt ja nichts. Gehört halt dazu, ne? Oh, oh. Was haben wir hier für ein schönes Teil? Ein Leuchtpilz. Dieser Pilz ist in Höhlen zu finden und enthält fluoreszierende Enzyme. Als Kochzutat lässt er dich leuchten. Auch nicht schlecht. Sterben ist in dem Game normal, bei dem Damage, die Gegner haben. Es ist irre, ne? Also, ich habe so das Gefühl, dass es ein bisschen... Oh, warte mal, will ich da rein? Nein, will ich nicht. Ich glaube, ich will hier nicht rein. Noch nicht. Acht Herzen, One-Hit mit 4 Damage-Waffe. So unbalanced? Ich glaube, das ist absichtlich so gemacht. Das ist nicht unbalanced, das soll so sein. Das glaube ich nicht, dass das unbalanced ist. Wenn man natürlich selber das Gefühl hat, dass es unbalanced ist, dann ist das sehr subjektiv, das ist ganz klar. Wollte ich mir nicht ein Pferd holen? Verdammt nochmal. Das Schwarze sieht doch toll aus, oder? Das Ding kann ich wieder nach oben bewegen. Doch, wenn man im Anfangsgebiet one-hitted wird, ist das schon unbalanced. Souls-like-Spieler sind da entspannt bei sowas. Das Schwarze gefällt mir aber auch. Mit der weißen Mähne. Hat mir gefallen. Das sollte dann wohl nicht sein. Na gut. Dann machen wir eine Zeitumkehr drauf. Das habe ich schon gelernt, dass das hier irgendwie funktioniert. Und schwupp. Und dann fliegen wir mal ganz hoch. Und dann zum Turm rüber. Geil, ey. Das ist so cool. Das ist so cool. Okay. Sturzflug? Nö. Ich will eigentlich mal gucken. Die Türme muss ich ja von unten aktivieren. Fällt mir gerade ein. Und es ist so schön, dass die Welt so viel anders ist. Finde ich sehr, sehr cool. Okay, ich bin oben. Hätte ich gewusst, dass man das machen kann, dann hätte ich mir so viel Zeit gespart. Ja, die Teile, die vom Himmel fallen, kannst du so mit Zeitumkehr aktivieren und wieder hoch. Ich helfe doch gern. Beim nächsten Mal dann. So. Das überspringen wir, aber das gucken wir uns nochmal an. Ich habe bisher nicht viel Unterschied von der Map her im Vergleich zu Breath of the Wild gemerkt. Doch, doch, sie sieht schon anders aus, ne? Also ist schon ein bisschen was anderes gemacht. Bin eh kein Fan von den Fähigkeiten. Ich find's geil. Ich bin absolut gehypt auf das Game. Absolut. Ausnahmslos bisher. Mal sehen, was noch kommt. Aber bisher ausnahmslos. Ich werde nur den Endboss machen wollen, dann lasse ich das Game in Ruhe. Krass. Da kann ich überhaupt nicht zustimmen. Mich wird das... Obala, warte mal kurz. Ich muss mal kurz was machen. Ich werde das Game wahrscheinlich...
Konnte man hier nicht Szenen duplizieren? Ich werde das Game wahrscheinlich suchten bis zum Umfallen. So, ich verschiebe das mal hier rüber. Und schmeiß die Chatbox mal raus. So. Das fände ich jetzt schöner, wenn wir das so rummachen. Nee, da kann ich nicht zustimmen. Aber gut, auch das ist sehr, sehr subjektiv natürlich, ne? Deine Oberflächenkarte wurde aktualisiert. Das ist sehr gut. Deine Himmelskarte wurde aktualisiert. Nice. Da wollen wir doch gleich mal hin, oder? Darüber will ich. Bin kein Fan vom Game derzeit. Krass. Ich finde das so gut. Wirklich so gut, das Spiel. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen jetzt gerade so, aber na gut. Versuche jetzt mal noch hier rüber zu kommen. Schaffe ich das von der Ausdauer her? Ich habe bloß meine Probleme, dass ich mich nicht spoilern lassen will. Oh, das könnte knapp werden. Nee, reicht. Alright. Sehr schön. Es hat geklappt. Wunderbar. Ha! Es hat das Feeling von Breath of the Wild nicht mehr. Die Story ist auch nicht gut. Wie gesagt, da kann ich so jetzt nicht zustimmen. Alleine der Einstieg war mega und ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Also das kann mir auch gerade keiner madig reden. Schauen wir mal, was wird. Und es wird ja auch insgesamt sehr, sehr gehypt, das Ganze. Ob es jetzt ein Überhype ist oder nicht, werden wir sehen. Insel der Heldenmutprobe. Okay. Abspringen. Ja. Okay. Okay. Zum Beschleunigen R. Mhm. Das war nice. Geil. Sehr cool. Was kriege ich hier? Ah, da kommt ein Schrein. Geil. Aber alles danach war random. Mal sehen. Okay, der nächste Schrein. Das habe ich noch nicht gesehen, wie so ein Schrein entsteht. Das war jetzt sehr interessant für mich. Sehr cool. Oh, da ist wieder so ein Typi hier. Warte, kann ich wieder mit meiner... Ey. Ach, jetzt geht das nicht. Na gut, schade. Dann beim nächsten Mal. Willkommen. Dies ist der Ort einer Zeremonie, deren Teilnehmer bei einem Sturzflug ihren Mut beweisen konnten. Es ist schon lange her, dass jemand auf diese Insel kam, um sich der Zeremonie zu stellen. Sei willkommen. Ich habe deinen Sturzflug vorhin beobachtet. Du scheinst bereit zu sein. Weil einige Sachen werden einfach nicht erklärt. Dann muss man vielleicht die Quest machen, wo es erklärt wird. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nun denn, beginnen wir die Zeremonie. Bist du bereit? Sturzflugzeremonie? Oh, ist es etwa möglich, dass du die Sturzflugzeremonie noch nicht kennst? Verzeihung, bitte lass mich erläutern. Die Sturzflugzeremonie stellt deinen Mut auf die Probe. Die Sonau absolvierten sie, um das Kindesalter hinter sich zu lassen. Weit über unseren Köpfen befindet sich eine Himmelsinsel, die als Startpunkt der Zeremonie dient. Von dort springt man ab und muss im Fall in einer vorgegebenen Zeit sämtliche Ringen durchfliegen. Wenn du die Prüfung bestehst, wirst du von mir mit einem besonderen Gewand als Zeichen deiner bewiesenen Reife belohnt. Nun, beweise deinen Mut. Ja, klar. Für mich sind bisher Breath of the Wild und Tears of the Kingdom zwei separate Universen. Die Story passt einfach nicht zusammen. Ja, das ist ja genau, das. Ich habe ja so meine, wie soll ich sagen, zum, ich denke ja, ich weiß, wo es hingeht, aber ich bin gespannt.
Wir werden es sehen, Zero, keine Ahnung. Mal schauen. Ah, ich vergaß zu erwähnen, als kleine Opfergabe bitte ich um eine Sonau-Energiesphäre. Es ist Tradition aus alter Zeit, dass Teilnehmer der Zeremonie diesem heiligen Ort die Sonau-Energiesphäre darbieten. Wir haben lange keine Opfergaben mehr erhalten, die Vorräte sind daher knapp. Vielen Dank im Voraus für die milde Gabe. Jo, gern. Hau rein. Gut, ich geleite dich zum Startpunkt. Bitte durchfliege sämtliche Ringe in höchstens 35 Sekunden. Na toll. Ist das derselbe Weg, den ich gerade hatte? Alright, nice. Was da denkt das Zeitlimit nach dem Zahlen noch dran? Das ist ein Scam. So ist das, ja. Aber er hatte schon gesagt, dass es um Zeit geht, von daher. Deine Zeit beträgt 22:71. Du hast deinen Mut klar bewiesen. Dies ist der Beweis deiner Reife. Ich bitte dich, dies anzunehmen. Ein Aeroharnisch. Der an diesem Hemd angenähte Stoff sorgt bei Sturzflügen für Auftrieb, was das Gleiten im Fallen erleichtert. Nice. Vielleicht schaffst du es, den Rekord von 20 Sekunden noch zu unterbieten. Möchtest du erneut an der Zeremonie teilnehmen? Ja, einmal noch, vielleicht. Ich probier's noch einmal. Pff. Das war ein Fail. Ich bin nämlich nicht gesprungen. Wie dumm. Naja. Gut. Ich weiß gar nicht, was ich falsch gedrückt habe. Ich habe, glaube ich, A gedrückt statt X zum Springen. Na gut. Nützt ja nichts. Leider wurdest du disqualifiziert. Lass mich in Ruhe, ich will das nicht mehr. Oh, schön, ey. Du musst A drücken. Naja, also zum Springen muss ich... oder hab ich vielleicht sogar... Ach, hier gibt's wieder diese Dingsbums. Hab ich vielleicht sogar... Richtig gedrückt. Jetzt will ich mal was gucken. Ich will was gucken. Kann man das hier? Nee, das kann man hier nicht in die Hand nehmen. Das finde ich ein bisschen schade. Hätten sie auch noch reinnehmen können, dass man es gleich in dem Menü in die Hand nehmen kann. Habe ich überhaupt noch so genau Energie? Ja, hier. Einwerfen. Weil das die Abspringdingens ist. Na okay. Das war dann wohl falsch von mir. Zeitbombe. Die über einen Timer gesteuerte Explosion dieses Sonau-Bauteils kann andere Sonau-Bauteile aktivieren. Heißluftballon, das wissen wir, was das ist. Sehr nice. Das gefällt mir. Ja, Bomben. Bomben, haha. Das Schöne ist, ich kann mich hier mal wieder her teleportieren, wenn ich das Ding hier aktiviert habe. Ich habe meinen Spaß mit Bomben. Ja, wer hat keinen Spaß mit Bomben? Ganz klar. Hier war der Dude. Und zwar gibt's hier... Wie mache ich denn das? Ich mache mal einen Schatz hin, weil das noch irgendein Schatz ist. Ich vermisse das Bombenmodul. Mein Hardcarry vom Master Mode ist weg. Oh, guck mal, hier gibt es eine Fee. Komm, kleine Fee, komm wieder ein bisschen runter. Ja, oder halt auch nicht.
Naja, man darf halt auch nicht davon ausgehen, dass man das ganze Zeug von Breath of the Wild wiederbekommt. Denn ich denke, dass sie es ja gerade so gemacht haben, dass eben sich nicht alles wiederholt. Ja, jemand anders hätte wiederum gesagt, ich wollte das. Gibt keine Neuerung. Ich wollte was Neues haben. Wiederholt sich alles, wie auch immer. Kommt die bitte wieder ein bisschen runter, die gute Fee? Jawohl. Wenn du all deine Herzen verlierst, heilen sie dich. Ich habe bisher nicht eine Fee gefunden. Tja. Ey, Pro Gamer. Ach ja. Prüfung des Schwertes war aber auch hart. Ich habe ja Breath of the Wild ehrlicherweise nie im Master Mode durchgespielt. Ich habe es einmal probiert, habe mich völlig blamiert und habe es gelassen. Hatte allerdings auch bestimmt 2 Jahre nicht gespielt bis dahin. Also ich habe mir 2019 die Switch gekauft mit Breath of the Wild, das Ding durchgesuchtet und danach erstmal liegen gelassen. Und jetzt, nach 2 Jahren, habe ich eben Kampftechniken, Pfeil und Bogen. Oh, interessant. 2 Jahre später habe ich es dann nochmal, ungefähr 2 Jahre später habe ich es nochmal probiert. Und das war dann. Warte mal, ich muss mich erstmal umgucken. Da war ich dann so raus, habe ich dann aufgegeben. Habe Schwertprüfung im Master Mode vor 1 Monat probiert und erfolgreich aufgegeben. Sehr gut. Dieser Schrein läutet ein Übel aus vergessenen Tagen. Du, der ihn versucht. Hebst du im Flug den Bogen, erhöhst du den Fokus. Nutze dieses Zeitfenster, um einen Pfeil abzufeuern. Jawohl. Allein dieser Angriff hi führt hier zum Erfolg. Bereite dich gut darauf vor. Jawohl. Mache ich. Bogenangriff. Ich hätte gern die Dinger hier. Ausgezeichnet. Vor allem, wenn Exalfoss und Wasser da sind. Ah, ich weiß, was du meinst. Ich habe die erste Prüfung des Schwertes auch vor kurzem nochmal gemacht. Im Normalen. Erhöhe deinen Fokus erneut, um alle Gegner abzuschießen. Alle drei mit einmal. Shit. Nice. Ging doch ganz gut. Drei weiße Exalfos. Krass. Ja, da hätte ich auch gescheitert. Wäre ich auch gescheitert. Du hast alle Techniken gemeistert. Sehr nice. Dann hätte ich jetzt gern noch den Bogen und das ganze Zeug hier. So, neue Energiesphäre. Alright. Die Pfeile vorne habe ich alle mitgenommen, oder? Ja. Sehr schön. Frag mich nicht, warum ich auf dem Schild einen Stein drauf habe. Ich habe es einfach mal probiert. Kämpf du mal gegen die, wie ich es nenne, wenn Elden Ring und Dark Souls ein Kind haben. Dingsbums. Ein starker Konstruktbogen. Schön. Den nehmen wir mit. Und zwar werfen wir den dann auf den Boden. Und haben den. Sehr schön. Alrighty, right. Das ist auch gut, dass ich die bekomme. Da kann ich schön was drauf basteln. Läuft. Was war bisher deine stärkste Waffe? Die 15er hier, die jetzt ganz vorne ist, glaube ich. Bei mir 91. Na, da bin ich gespannt, mit was für Kombinationen ich da hinkomme. Klingt auf jeden Fall gut. Oh, jetzt habe ich wieder 4 Zeichen. Da kann ich mir erstmal noch ein Herzchen holen. Da kann ich noch ein Herz holen. Wie schalte ich? Ah ja. Das mache ich auch direkt. Ich muss bloß kurz überlegen. Warte mal, wo war das? Nee, ich fliege erstmal runter.
Ich mache das jetzt nicht gleich. Ich will mir erstmal ein paar Sachen markieren auf der Karte. Wenn ich schon mal hier oben bin, dann weiß ich, dass dort was ist. Da ist noch ein Turm. Schreine wären noch ganz geil. Ja, ich guck mal noch ein bisschen rum. Da gibt es ein Problem. Solange... Es gibt immer noch den Blutmond. Nein. Damit habe ich nicht gerechnet, dass der kommt. Die Waffe hat 11 Damage oder so von sich, verdoppelt den Schaden mit gefusten Waffen, aber dafür haben die weniger Durability. Und das, was ich hatte, hat 40 Damage, aber es hält dann nur einen Hit aus. Ja, okay. First Blood Moon. O Mond, in tiefes Rot gefärbt. Nichts entgeht deinem blutigen Schein. Die Seelen der Monster erlangen wieder eine fleischliche Gestalt. Wie einst im großen Kriege es geschah, ergießt sich ihr Hass von neuem über das Land. Krass. Das war ein bisschen anderer Ablauf als bei Breath of the Wild. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich wollte mir mal noch ein was markieren. Achso, ich bin im Himmelsreich. Ich muss mal kurz hier unten gucken. Hier, wo ich gestorben bin. Genau da. Ja, da will ich mir auch was markieren. Oder war das da? Nochmal kurz gucken. Wait for it. Ja, das war da. Genau. Genau da. Da markiere ich mir noch einen Gegner, weil das so ein Bivarok war. Was auch immer ein Bivarok ist. Und jetzt gucken wir mal noch ein bisschen hier. Das sieht sehr auffällig aus. Da ist ein Schrein. Ach, da ist die Zitadelle der Zeit, ne? Auch interessant. Bivaroks ist ein Bivarok. Ja, ja, deswegen. Ist schon klar, es war auch nicht so gemeint. Die Erklärung hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber trotzdem danke. Da war auch ein Schrein. Oder? Achso, das Tal der Orni oder wie auch immer die heißen. Da unten ist ein Schrein. Na? Alright. Und er steht auf weibliche und männliche Steine. Wer steht auf weibliche und... Achso. Ist ein Kunde. Echt. Ach, schön. So, ändern. Das ist ein... Was mache ich? Ein Turm. Das könnte auch das Turmsymbol sein. Erstmal. Das wird jetzt erstmal das Turmsymbol entschieden. Das war, glaube ich... War das überhaupt ein Turm? Nee, das war kein Turm. Das war der Turm. Das war der Turm. Und das war der Turm. Jawohl, so müsste es passen. Nehme ich auch als Turmsymbol. Siehste, läuft. Läuft. Und das wird mein Schrein. Viele nehmen, glaube ich, das letzte hier als Schreinsymbol. Aber das habe ich in Breath of the Wild beim letzten Run auch als Schreinsymbol genommen. Deswegen bleibt das so. Und da gibt's... noch so eine schöne Malerei. Ich habe keine Ahnung. Nehme ich das als Träne. Das ist eigentlich das Krog-Symbol, ne?
Ist egal, das wird jetzt das Drehensymbol. Kann man ja auch nochmal ändern. Mich triggert es auch dezent, dass es keinen Schreinsensor bisher gibt. Ich laufe an allem vorbei. Nehme ich auch als Schreinding. Siehst du, läuft. Kommt aber bestimmt irgendwann. Da ist auch noch ein Turm. Habe ich den schon markiert? Oder ist das der, den ich schon auf der Karte habe? Das ist der, ne? Genau, das ist der Turm vom Tilioberg. Das ist der, den ich jetzt schon geholt habe. Ne, irgendwie nicht. Nach fast 20 Stunden. Krass. Na, da bin ich gespannt, ob da noch was kommt. Okay. Ich guck noch mal in die andere Richtung. Ob ich da noch was erkenne. Diese... Ich weiß nicht, ob du es gespielt hast. Hast du andere Zelda-Teile gespielt? Einfach mal ein paar Theorien hier. Breath of the Wild und Wind Waker, okay. Das zum Beispiel ist auch noch ein Turm, den ich noch aktivieren muss, oder? Ich auch noch nicht. Das ist noch ein Turm. Da ist noch ein Turm. So. Reicht ja auch erstmal. Da weiß man nicht, zu den ganzen Türmen kommen. Da ist auch noch ein Turm. So. Turm. Das war das Turmsymbol. Das war ein Turmsymbol. Das war ein Turm. Noch irgendwas? Das war auch noch ein Turm, meines Erachtens. So, easy. Ich finde den Gerudo-Turm toll. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. So, rot lasse ich erstmal noch kleben. Und würde ich sagen, mache ich mal weiter. Was Dauerknolle nehmen wir mit. Ganz klar. Und jetzt ist die Frage. Teleportiere ich mich oder springe ich runter? Hier ist doch garantiert was. Da muss was sein.